Werte Kollegen, wir streiten heute um etwas, wo mich sehr wundert, dass wir hier das Wort sogar dann in den Mund nehmen. Wir wollen die Rule of Law verteidigen und im gleichen Augenblick verstoßen wir massiv gegen Verträge, wenn wir meinen, wir könnten einfach die Kommission wegen Untätigkeit verklagen. Ich möchte auf etwas hinweisen, was etwas aus meiner Sicht etwas zu kurz kommt in der ganzen Diskussion. Es gibt die sogenannten Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 11. Dezember 2020, Nummer 2, Ziffer C, besagt Folgendes. Ich habe es mal zusammengefasst. Erstens, die Kommission entwickelt und erlässt Leitlinien. Zweitens, die Mitgliedstaaten werden eng in diese Entwicklung einbezogen. Drittens, bei einer Action of Annulment bezüglich dieser Regelungen werden die Guidelines erst nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs finalisiert. Und damit soll sichergestellt werden, dass die Guidelines alle wesentlichen Elemente der Gerichtsentscheidung beinhalten. Und solange die Guidelines nicht finalisiert wurden, wird die Kommission keine Maßnahmen nach dieser Regulierung vorschlagen. Ist doch ganz einfach. Und warum soll das nicht gelten? Ich bitte Sie, schaden Sie bitte nicht unseren europäischen Institutionen, treiben Sie keinen Keil in diese Institutionen, indem Sie der eine sich gegen die anderen wendet und versucht, letztendlich sprengen Sie die Europäische Union. Das wollen Sie doch wirklich nicht. Vielen Dank.